Herzlich willkommen, eine weitere Ausgabe von Future Hamburg Talks. Auch jetzt wird es um Mobilität gehen. Ich freue mich sehr, eine Dame heute begrüßen zu können. Frau Corbett ist Geschäftsführerin des HVVs, also des Verkehrsverbundes in Hamburg. Vielleicht, um mal so einen Einstieg zu haben, Frau Corbett, was heißt das eigentlich, der HVV? Was umfasst er? Wo fahren Sie und was fahren Sie? Wir fahren alles bis auf Tram, wie ich damals lernen durfte, als ich nach Hamburg hier zum HVV gekommen bin. Aber wir umfassen alle Busse, U-Bahn, Regionalnah- und Verbindungen, die wir haben, aus ganz, ganz Verkehrsnehmern und Partnern, die faktisch für die Metropolregion Hamburg sind, somit in drei Bundesländern aktiv, also Hamburg selber, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Also ein recht, recht großes Gebiet. Wir haben gerade schon mit Agnes Tjark so ein bisschen über die Zukunft der Mobilität im Allgemeinen, Hamburg und Metropolregion gesprochen. Vor welchen Herausforderungen steht denn der HVV in dieser Sache? In einem Vergleich zu dem, was das schon tut, Deutschland oder bundesweit. Man schimpft natürlich immer sehr gerne über die eigenen Rigide, aber wenn man den Vergleich anschaut, sind wir schon sehr weit. Insbesondere was das ganze Thema Netzausbau angeht, also Taktverdichtungen angeht, haben wir ganz, ganz gute Taktes, auch wenn das vielleicht durch Corona jetzt ein bisschen eingeschränkt wird. Nichtsdestotrotz bauen wir das auch bis in die Peripherieregionen rein. Ich sage mal, angebotsseitig einen Haken dran. Ich glaube, wo wir noch Nachholbedarf haben, sind die vertrieblichen und digitalen Zugänge zu unserem System, also dass der Kunde relativ einfach und schnell in unsere Systeme einsteigen kann, nutzen und bezahlen kann. Ist es denn etwas, wenn Sie auf Digitalisierung blicken, auch in Ihren Produkten oder in Ihren Angeboten, wo sich noch mehr verändert, als nur das Ticket vielleicht im Handy zu haben? Was denken Sie, wenn Sie in Sachen HVV an Digitalisierung denken? Für mich ist das mehr, als dass Sie jetzt, sage ich mal, Ihre HVV-Card am Ende auf dem Mobile Phone oder auf dem iPad oder sonst wo haben werden. Für mich geht es da ganz stark um das Issue des Seamless Traveling. Ja, also wir sagen immer, dass ÖPNV ein Teil der ist in Deutschland. Ja, und ich sage mal, so wie Strom aus der Steckdose kommt und Wasser aus dem Wasserhahn, da denken wir jetzt auch nicht drüber nach, welche Wege es geht. Und ungefähr so einfach stelle ich mir dann auch ÖPNV im HVV zukünftig vor. Ich möchte einfach einsteigen dürfen, ich möchte keine Fahrpläne lesen können und im Zuge dessen möchte ich, egal welches Produkt ich nutze, ob das jetzt Schienen- oder Straßengebunden ist und ob es ein klassisches ÖPNV-Produkt ist oder ein Sharing-Angebot, egal ob privater Natur oder öffentlich gefördert, in einem Durchgang fahren und am Ende auch bezahlen müssen. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Und dafür braucht es sehr viel, sage ich mal, vertriebliche Anpassungen in unseren Hintergrundsystemen, um dieses so einfach klingende Wort wie Seamless Traveling einfach ermöglichen zu können. Also auf dem Papier ist das immer ganz einfach geschrieben. In der Umsetzung, aufgrund auch vieler historisch gewachsenen Zustände und Technologien, die wir haben, wird das noch ein mittelfristiger Prozess werden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es dahin bekommen. Wir waren ja auf dem Höhenflug in Sachen Nah- und Fernverkehr und dann kam die Pandemie und die Menschen sind wieder ausgestiegen. Natürlich zum Teil auch, weil sie Homeoffice gemacht haben und von zu Hause aus arbeiten konnten. Aber wir haben auch vielleicht ein bisschen gemerkt, dass Nah- und Fernverkehr nicht so das Vertrauen genießt, dass Menschen denken, es ist sicher. Was tun Sie auch da, um die Menschen wieder in die Bahnen zu bringen und wieder als Partner wahrgenommen zu werden? Also wir haben seit Corona-Beginn sehr viel in Kommunikation rund um das ganze Hygiene- und Sicherheitskonzepte gesteckt. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, ich glaube, die ganze ÖPNV-Branche in Deutschland inklusive dem VDV haben zigtausend Studien gemacht und haben mehrfach nachweisen lassen, dass, wenn sie ÖPNV fahren und nutzen, die Ansteckungsgefahr nicht höher ist, als wenn sie ins Lebensmittelgeschäft oder sonst wo hingehen. Das ist aber das subjektive Empfinden des Menschen. Wissen Sie, das kriegen Sie mit Marktforschung und Befragungen nicht weg, da können wir noch so oft fragen. Ich glaube, an uns liegt es jetzt, Corona, ich will nicht sagen, schwächt ab, aber die Maßnahmen greifen zunehmend, die Menschen trauen sich wieder raus, das öffentliche Leben wird wieder auch zugelassen. Wir werden wieder Teil dieses Systems, Mobilität wird gefragt sein, aber in einer anderen Form. Das liegt daran, dass sich viele, sage ich mal, Bedürfnisse oder Parameter außerhalb verändert haben. Sie haben gerade den Punkt Homeoffice angesprochen. Ich weiß, das wird immer wieder strapaziert und ist so das Paradebeispiel dafür. Aber auch das Thema Schülerverkehre war so eins. Alles, was sie von zu Hause aus machen konnten. Viele von diesen Konzepten kommen ja gar nicht wieder. Also es ist eine Utopie zu glauben, dass wir eins zu eins den gleichen Kundenstamm wieder haben werden. Viele sind auch umgestiegen. Ja, wenn man sich jetzt die Fahrradnutzungsquoten einfach mal anschaut in Hamburg. Also Hamburg wird jetzt mehr und mehr zu einer Fahrradstadt. Nicht nur durch das, was ausgebaut wird,
sondern Corona hat das signifikant beschleunigt. Meine Aufgabe ist es jetzt nicht zu sagen, naja, Sie fahren jetzt Fahrrad oder gehen zu Fuß. Naja, das finde ich aber doof, ne? Also ich möchte schon, dass Sie mit meinen Gefäßen fahren. Also bitte lassen Sie das Fahrrad jetzt stehen und steigen Sie wieder bei mir ein. Das wird es nicht sein. Ja, ich denke in einem Umweltverbundgedanken. Natürlich fehlt mir dieser Fahrgast aber und mir fehlen dann auch die Fahrgeldeinnahmen. Die Frage, wer kompensiert das? Und ich glaube, hier müssen wir mit neuen Zugängen rein. Wir müssen andere Zielgruppen aktivieren, beziehungsweise wir müssen für bestehende Personen, die ausgestiegen sind, weil sie einfach sagen, das rechnet sich nicht für mich, das ist nicht lukrativ, mit neuen Angeboten die Kunden und Kundinnen konfrontieren und darüber versuchen zu vernetzen. Aber es wird definitiv nicht der gleiche Kundenstamm wieder sein. Das ist utopisch, das zu glauben. Das heißt, die Fahrgäste, die sich erholen werden, werden auch viele neue oder andersartige mit dabei sein. Und für die müssen wir was kreieren. Die sind noch nicht da. Und da ist die Branche gerade vor der Herausforderung, das zu erkennen und sich auch dahin zu bewegen. Es fällt ihr manchmal ein bisschen schwer, weil sie dieses schnelle Gedankenändertum nicht so im Blut hat, wie vielleicht andere, ich sag mal, Unternehmen, die tagtäglich davon leben, dass sie in einem ganz, ganz engen Wettbewerb sich bewegen. Deshalb freue ich mich da ein bisschen mit anschieben. Und wenn Sie jetzt so ein bisschen mittelfristig in die Zukunft schauen, vielleicht auf das Jahr 2030, Sie haben jetzt gesagt, das Fahrrad spielt eine große Rolle auch in Hamburg. Kann es auch sein, dass der HVV Produkte entwickelt, dass man die Bahn mit dem Rad kombiniert, was ja nicht immer ganz einfach ist in so einem Verkehrssystem? Da gibt es ja immer Streitigkeiten, wer hat den Platz auch im Gefäß. Wie könnte es 2030 aussehen? Das ist eine Frage, die ich mal sehr charmant beantworte. Ich würde sie zweiteilig beantworten wollen. Am Ende des Tages ist der ÖPNV ein Massenbeförderungsmittel. Ja? Und das ist wie mit Briefkästen. In einem Briefkasten passt ein Brief, ich glaube, bis 5 cm. Und dann darüber hinaus wird es echt eng. Wenn es größer wird, müssen sie es woanders hinbringen. So, und das ist auch ein bisschen unser Thema. Wir befördern in erster Linie Menschen und in zweiter Linie Waren oder Fahrräder oder riesige Einkaufstüten, wissen Sie, was ich meine, ja? Mhm. Diese Systeme sind nicht darauf ausgelegt, am Ende des Tages zigtausende von Fahrrädern und Lastenfahrräder oder E-Roller oder ich habe keine Ahnung, was mitzunehmen. Wie sich das in 10 Jahren ändern, weiß ich nicht. Dass man jetzt hingeht und sagt, na, wir bestellen jetzt neues Rollmaterial, also neue Busse machen da Anhänger dran oder sonst was. Das klingt immer auf dem Papier recht charmant, aber sie bekommen das System nicht unter. Also das kostet ja einen Haufen Geld. So. Und wir müssen dann Nutzungsabwägungen machen und vielleicht einfach schauen. Es muss ja nicht immer das eigene Fahrrad sein, was man mitnimmt. Ja, vielleicht muss man da in einen Sharing-Gedanken auch einsteigen und sagen, man ist Citybike, man fährt bis zur U-Bahn-Station, steigt dann ohne Fahrrad ein, steigt aus und hat dort wieder. So. Dafür sind Systeme kompatibel aufgebaut, aber nicht, um immer sein Eigentum mit sich herumzutragen. So, das ist das eine. Wenn Sie mich fragen, wie das Jahr 2030 aussehen wird, so eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe 2004 angefangen, bei der Deutschen Bahn im Inhouse-Consulting zu arbeiten. Eine meiner ersten Projekte war, ein Strategiepaper für das Jahr 2020 zu schreiben. Wie sieht Mobilität 2020 aus? Bis dahin waren es noch 16 Jahre. So, dieses Paper beinhaltete autonome Autos, Autos, die fliegen können und Sonstiges. Ja, und alle waren sich 100%ig sicher, es gibt keine Automaten mehr, es gibt keine Servicestellen mehr, alles ist nur noch digital, es gibt autonome Autos, es gibt keinen Busfahrer mehr, etc. pp. So, das Jahr 2020 haben wir alle hinter uns gebracht. Wir haben immer noch Automaten, wir machen nicht alles mit dem Handy, wir haben immer noch Busfahrer und da fliegt immer noch nichts. Ja? Also insofern bin ich dann sehr vorsichtig und ich sage, das Jahr 2030 wird definitiv Neuerungen mit sich gebracht haben, aber sie werden nicht so radikal sein, dass wir sagen, boah, heute in, was ist denn das überhaupt, in 5 Jahren, na länger, sagen wir jetzt 21, 22, in 9 Jahren, sorry, ich bin total verwirrt, in 9 Jahren, für mich ist das Jahr dran, da wird es irgendwelche zu bahnbrechenden, vollkommen neuen Mobilitätskonzepten sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das autonome Fahren sich weit weiterentwickelt haben. Ja, im HVV haben wir ja auch hier entsprechende Produkte ja nicht nur im Testangebot, sondern auch wirklich regelmäßig eingeführt. Ich glaube, das wird sich weiter durchsetzen, aber ich glaube nicht daran, dass das zum Beispiel jetzt alles andere mit ersetzen wird und das A und O ist. Heißt aber auch, dass wir alle ein bisschen anerkennen müssen, dass es nicht so einfach geht, genau wie Sie es ja gesagt haben, Gewohnheiten zu verändern. Also dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist, diesen Spruch gibt es ja auch.
Hilft es da auch offen zu sagen, dass wir das Privileg des Autos auch ein bisschen mal angehen müssen und mal gucken müssen, ob wir das nicht mit anderen Verkehrsträgern teilen? Weil ich bin heute mit dem Taxi, weil es sehr früh war, hierher gekommen. Da stehen die Busse ja ehrlich gesagt in Hamburg im gleichen Stau, wie es die Autos auch tun. Also haben nicht wirklich einen zeitlichen Faktor als Vorteil. Sehen Sie da auch hin, dass Sie sagen, wir müssen hier anders verhandeln? Metropolregion natürlich was anderes als die Stadt Hamburg, aber gerade in der Stadt auch dem ÖPNV ein gewisses Vorrecht einzuräumen? Ich bin kein Freund von Gesetzen oder Verboten. Ich glaube, das ist ja, es hängt alles so ein bisschen ab, was wir Menschen uns wünschen. Und wenn man sich hingeht und schaut, wie sich große Städte entwickeln, da gibt es ja wirklich Beispielstädte. Wenn Sie, schauen Sie mal nach Singapur, schauen Sie mal, ne, rüber, wie die das entwickeln. Die möchten alle große Plätze haben, die möchten Natur sehen, die möchten, ich sage, Bäume steht jetzt für mich für Natur, ja. Also sie möchten es schön haben, sie möchten ruhige Innenstädte haben, sie möchten Spielmöglichkeiten für die Kinder, ja, auch einen familiären Zuwachs haben, so. Und wenn sie das erreichen möchten, dann automatisch heißt es, dass es für gewisse Verkehrsträger, egal welcher Natur, weniger Platz in diesen Räumen. Das heißt, wir widmen Platz einfach um. Das ist gerade der Trend, das ist da, wo es hingeht. Und das hat natürlich dann der Individualverkehr, egal welcher Natur, einfach weniger Platz, weil er sagt, nimm es doch mit dem ÖPNV, weil da ist es einfacher. Ja, da ist ja ein Zugang einfach gewährt. Wenn das eine Vision für Hamburg als Stadtregion, sage ich mal, jetzt ist, dann wird das automatisch passieren. Und auch da werden dann diese Autofrequenzen auch mehr, sage ich mal, zurückgehen, beziehungsweise auch hier in Sharing-Angebote eingehen. Deshalb, ich bin aber jetzt keine Gegnerin vom Auto. Ja, also es gibt genug, ich sag mal, ich denke mal aus der Perspektive des Kunden, es gibt genug Beispiele, warum Menschen den ÖPNV in der Form gar nicht nutzen können, aus gesundheitlichen Gründen, weil die Zugänge nicht da sind, weil sie zu viele einzelne Punkte untertags abgreifen müssen und. Nicht jeder kann auch Fahrrad fahren, das hat ja auch gesund, der Knie kaputt, die Hüfte kaputt, zu viel, zu wenig Gewicht, ja, also ich muss noch mitbringen, ich habe noch zwei kleine Kinder, die eine muss ich zum Sport, zum Dings, zum Jenes bringen. Ich glaube, es geht am Ende des Tages um eine Symbiose, ja, und das aber das Verständnis dafür, und das ist, glaube ich, auch die große Arbeit des ÖPNVs, dass auch ÖPNV nützlich und auch gut und ein gutes Image reinbekommt. Also Fliegen ist ja der totale Hype, also Fliegen, das ist ja schick, das hat so ein bisschen dieses Beratertum, ja, das hat was mit Wellbeing zu tun. Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, Sie stehen da an, Sie müssen eine Stunde vorher ankommen, Sie werden komplett ausgezogen, umgezogen. Also wenn ich jedes Mal meine Schuhe ausziehen muss, habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, dann da durchgeschleust, wenn Sie mit Kind reisen, ist es eine volle Katastrophe, weil in dem Kinderwagen könnte ja jedes Mal irgendwelche Atombomben drin sein. Bevor Sie mal im Flieger sitzen, in dem dürfen Sie nicht aufstehen, auf Toilette gehen, ist schlecht. Also wissen Sie, was ich meine? Das ist doch, wenn man es mal auf die, das ist doch scheiße, sorry, scheiße. Ja, so, aber es hat einen total super Ruf. Und dann ÖPNV, oh nee, diese U-Bahn und dieser Schacht und dieser Bus. Und ich sage, ja, aber probiert es einfach mal aus, weil es ist viel direkter, es ist viel schneller, du musst keinen Parkplatz suchen, du stehst nicht in, und wenn du im Stau stehst, dann stehst nicht du im Stau, sondern der Busfahrer und du kannst trotzdem in deinem Handy sitzen, pingen oder telefonieren. Und ich glaube, das ist dieses Image, was wir in die Köpfe der Menschen reinbekommen müssen. Das Ding ist auch cool, es ist ein Understatement und alle anderen sind nicht cooler. Also ja, es ist aber eine Frage der Wahrnehmung. Und ich glaube, da gibt es noch kommunikativ und auch im Image ganz viel Nachholbedarf, weil das System kann es. Tauscht man sich da auch mit den verschiedenen Städten aus und den verschiedenen ÖPNV-Systemen vielleicht auch in Europa? Also gibt es da auch vielleicht so einen neuen Begriff von gemeinsam etwas verändern, voneinander lernen, Dinge adaptieren, die woanders schon gut geklappt haben? Also ja, natürlich, wir haben da den VDV, wo viel Austausch passiert. Ich bin natürlich jetzt dadurch, dass ich selber in drei Ländern jetzt gelebt habe, auch sehr eng vernetzt, jetzt zum Beispiel mit der Stadt Luzern und Bern, Zürich. Ich habe Wien hier, ich telefoniere gerade noch aus Wien, hallo. Ja, also was auch hier auch als großes Beispiel angesehen wird, Hamburg, ich habe Vernetzung nach Berlin hin. Ich bin auch viel in meinem letzten Job international unterwegs gewesen. Also wie entwickeln sich Städte wie San Francisco, Los Angeles. Ich war aber auch im asiatischen Raum, die ja vollkommen anderen Zugang haben. Wenn die etwas toll finden, dann bauen sie es mal schlichtweg neu. Ja, und es ist ja wurscht. Und dann haben wir mal wieder eine neue 5-Millionen-Stadt, aber die ist dann mal neu aufgesetzt. Und ich habe sehr, sehr gute Freunde und Mentoren, die fragen Sie mich nicht welchen, irgendeinen Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine neue Retortenstadt in der Wüste hochbauen, mit dem Zugang, alles aus vernetzter Seamless Mobility zu machen. Und da werde ich immer frisch angezapft. Das ist total genial, ist nie vorstellbar.
für Regionen, wo es schon Infrastruktur gibt. Aber ja, diese Vernetzung und dieser Austausch auf meiner Ebene zumindest ist da, um zu sehen, was gibt es denn überhaupt? Und dieses, was gibt es überhaupt, dann umzulegen, wenn natürlich dann auch so in kleinen Sequenzen, ja, ich kann jetzt halt hier nicht Retorte neu bauen, aber da mitzugeben und dieses Spektrum einfach zu öffnen, das finde ich, ist unheimlich wichtig. Ansonsten reden Sie mit Leuten, die das seit 30 Jahren gut und richtig machen, aber halt auch immer im gleichen im Grundkontext. Und dann schmeckt die Suppe halt immer gleich, ne? Dann wird es nicht besser. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich glaube, wir haben auch ja, so ein bisschen im Austausch gemerkt, dass es auch wirklich nur zusammengeht, ne? Also jeder und jede ist auf dem Weg und hoffentlich mit den Kernkompetenzen, die noch weiterhin gestärkt werden. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für diesen Weg, den Sie da beschreiten wollen und ja, herzlichen Dank für den Austausch. Ich danke Ihnen. Danke.